Super Abfahrt. Montag. Morgen auf dem Dienstag fahren wir hier ab. Erst nach Suhl zum TÜV, zu Jens. Abends bei Jens und Manu. Wenn wir einen schönen Abend miteinander verbringen. Und Mittwoch geht es dann weiter Richtung Polch, wo wir Mittwochabend ankommen wollen. Donnerstagmorgen und Freitag wird unser Wohnmobil dann in der Halle landen und komplett neu foliert. Daher jetzt hier die letzten Blicke, wie es aussieht, komplett ohne Folien. Hase kocht mir erstmal Kaffee. Nach wieder, wie viele Stunden sind wir denn gefahren? Es ist 15 Uhr, ja, 6 Stunden ungefähr. Unterwegs. Ja, wir haben uns einmal verfahren, müssen wir dazugeben. Ja, ich habe mich verfahren. Und Thomas hatte keine Lust umzudrehen. Also sind wir einfach auf der Bahn geblieben und dann sind wir halt ein bisschen Umweg gefahren. Genau, und jetzt sind wir in Polch und jetzt sind wir bei. Wir waren ein bisschen im Stau, weil genau. Eine lange Baustelle, ein Unfall. Und jetzt sind wir in Polch bei Print und Plot. Und. Er macht gerade noch seinen Hof da ein bisschen sauber. Er hat einmal einen Hof, wo er es draußen folieren kann und eine große Halle. Aber er sagt, bei dem schönen Wetter machen wir das draußen. Und da fahren wir gleich vor. Auf dem Platz übernachten wir auch gleich. Und morgen geht's los. Dann wird unser Campino wieder schick foliert. So, und jetzt nehme ich erstmal den Kaffee zu mir. Ja, beginnen wir doch mal mit diesen Bildern bei Print und Plot. Wir sind hier vorgefahren. Hier sieht man noch mal so richtig schön, wie er komplett unfoliert aussieht. Unser schickes Wohnmobil. Und ja, jetzt werden wir euch natürlich schrittweise nach und nach zeigen, wie die Neufolierung aufgebracht wird und wie er dann zuletzt aussieht. Wird auch für uns noch eine richtige Überraschung. Der Andi Bremer hat schon ein paar Maße genommen, sitzt am Computer und rechnet und überträgt schon alles auf den Computer. Dann haben wir morgen und übermorgen mehr Zeit für Beklebung. Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Das hat ja mal geklappt jetzt. Ja, wir begrüßen euch hier aus Polch. Polch, das liegt hier an der Mosel, das ist etwas westlich von Koblenz. Hier werden unter anderem auch die Niesmann Bischofs hergestellt. Das ist nur 300 Meter ungefähr in diese Richtung. Und wir sind hier bei dem Andreas Bremer, bei der Firma Print & Plot. Werbetechnik, denn hier werden Wohnmobile foliert. Ja, die www-Adresse ist Wohnmobilfolierung 24. Die blende ich sowieso mit ein, genau. Ach so. Aber die, ach, hier sieht man zum Beispiel mal schön auf der Karte ein komplett foliertes Wohnmobil. Wäre nicht unsere Farbe, aber man kann Wohnmobile natürlich komplett folieren. Hinten drauf viele Beispiele. Blende ich sowieso mit ein. Nein, man kann hier bei dem Andi gerade Wohnmobile, darauf hat er sich spezialisiert, war auch viele Jahre bzw. ist immer noch Hausfolierer bei Herstellern, Wohnmobilherstellern, ja. Auch bei Wohnmobilhändlern, er macht auch über Versicherungsschäden und alles. Also und richtig. Macht privat wie wir. Ja klar, und privat auch die Wohnmobile. Er hat sich spezialisiert auf Folierungen von Wohnmobilen. Teilfolierung, Schäden, Risse, irgendwo mal gegengeschrammt und sowas.
nach Unfällen. Das alles kam ja bei uns nicht in Frage. Ich habe dem Andreas gesagt, ich habe die Folien vor knapp 2 Jahren, meine Folien mal mit dem falschen Putzmittel total versaut. Ja, und dann hat der Andreas mir gesagt, mach dir mal nicht so viel Gedanken, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Eine gute Folie, die noch in Ordnung ist, wird auch durch so ein Putzmittel nicht angegriffen. Also da muss man schon echte Chemikalien nehmen. Er geht fest davon aus, ich habe ihm Fotos gezeigt, wie unsere alten Folien aussahen, er geht also fest davon aus, dass die Folie einfach schon zu alt war. Na, und die Qualität der Folie direkt vom Hersteller natürlich nicht die beste war. Und dadurch hat die Folie die Flüssigkeit aufgesaugt und nicht wieder abgegeben. Genau. Und dadurch hatten wir dieses Fleckige. Ja, so sagt er. Es lag nicht am Putzmittel selbst. Es ist fast egal, welches ich da genommen habe als normales Putzmittel von Wohnmobilen. Das passiert einfach irgendwann, wenn die Folie nicht gut ist. Im Endeffekt war es egal. Es sah einfach nur auf Deutsch gesagt scheiße aus. Ja, es hat uns schon eine ganze Zeit gestört und durch Corona sind wir immer wieder von gekommen und dieses Jahr haben wir gesagt, so jetzt dieses Jahr gehen wir das an. Genau. Ja, was ich auch wusste, es wird sehr teuer, die alte Folie runterzumachen. Ich kannte also auch nur die Aktion, dass es runter radiert wird oder eben per Föhn Zentimeter für Zentimeter runtergezogen wird. Aber in der Zwischenzeit habt ihr das Video vielleicht schon gesehen. Mit dem Tapetenablösegerät ging das bei uns innerhalb weniger Stunden richtig geil. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. So, und somit konnten wir hier nach Polch kommen und das gesamte Wohnmobil war nicht mehr foliert. Hat natürlich den riesen Vorteil, wir haben schnell mal so 1 bis 2 Tage gespart an Arbeit, an Geld. Ist einfach so. Hier angekommen, Donnerstag, Freitag hatten wir Termin. Wir sind also Mittwoch späten Nachmittag angekommen, das hat den Andreas auch gefreut, er konnte schon Maße nehmen, er konnte das nochmal besser in den Computer übertragen. Ja, wir konnten schon so kleine Vorarbeiten machen. Wir haben uns zu Hause lange Gedanken gemacht über das Design, komplett anders, wieder genauso. Was wir nicht wollten, ist die Originalfolie kaufen und die draufkleben. Gefiel uns nicht so hundertprozentig und ehrlich gesagt, wenn wir die Originalfolie bei Bürstner bestellt hätten, die nehmen zurzeit Preise, das ist... Und es ist ja keine Qualitätsfolie, was die nutzen. Ne? Also kommt auch noch dazu. War das für uns eigentlich irgendwann schon relativ schnell klar, wird es nicht wieder werden. Als wir dann soweit waren und gesagt haben, so, das Design haben wir jetzt. Wir haben das in unseren Möglichkeiten am PC zu Hause halt schon mal vorgezeichnet. Dann haben wir mit dem Andreas telefoniert. In der halben Stunde am Telefon habe ich sehr, sehr viel über Folien gelernt, habe ich sehr viel über Qualitätsfolien gelernt, habe ich auch sehr viel darüber gelernt, wie man denn mit welcher Folie, weil wir eine bestimmte Art Folie haben wollten, umgehen sollte, wie man die pflegen sollte und sowas. Das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Die Beratung war schon mal super. Dann haben wir gesagt, Andreas, können wir bitte bei dir einen Termin bekommen? Es war rechtzeitig, wir konnten unseren Termin so legen, dass wir ihn direkt vorm Urlaub haben. Von hier aus fahren wir noch 2 Tage nach Winningen, das sind nur 30 Kilometer, besuchen noch Freunde und dann geht es weiter über Österreich nach Slowenien. Also in Verbindung mit unserem Urlaub war das für uns ideal. Naja, weil ihr wisst ja, alle Guten wohnen ja immer so weit weg von uns und deswegen versuchen wir das immer mit dem Urlaub zu verbinden. Genau, über 500 Kilometer von uns zu Hause, herfahren, 2 Tage wieder zurückfahren, nö, da haben wir das mit dem Urlaub verbunden, war doch natürlich jetzt einfach ideal. Ja. Der Termin konnte rechtzeitig festgehalten werden, gut ist. Dann hat der Andreas uns noch so mehrere Tipps gegeben und auch vor der einen oder anderen Stelle gewarnt und gesagt, wir müssen entscheiden. Genau. Also es gibt Stellen an unserem Fahrzeug, die hätte Andreas eigentlich nicht foliert, weil er auf Qualität steht. Und wir haben gesagt, bitte mach's trotzdem. Es ist also unsere Sache. Das Design hat er super umgesetzt, genauso wie wir es haben wollten. Die Farben sowieso, die haben wir uns ausgesucht. Und auch die neue Modellbezeichnung, die fanden wir super geil. Da möchten wir dazu sagen, wir wollen es nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Die Sondermodellbezeichnung, so nenne ich es mal, wir arbeiten ja bei VW, da sind das immer Sondermodelle. Die Sondermodellbezeichnung war die Idee von Wolfgang Horsch. Ihr kennt ihn von markisenbanner.de und
das, ich weiß nicht, der Wolfgang hatte das am Telefon zu uns gesagt, Mensch, nennt den doch ganz anders. Haben gesagt, also die Modellbezeichnung von Bürstner, Elegance I soll wieder drauf, aber die Sondermodellbezeichnung, die hat uns sofort gefallen. Ne? Genau. Da ging uns das Herz auf, das halten wir fest. Ich habe mir das gleich auf den Zettel geschrieben, das setzen wir um. Und das haben wir auch gemacht. Wir möchten jetzt schon immer dazu sagen, wenn wir euch gleich zeigen, wie unser Wohnmobil jetzt aussieht, es muss euch nicht gefallen, es muss nur uns gefallen. Ja. Nein, die Geschmäcker sind so verschieden. Es wird so viele Leute geben, sagen, die Farben gefallen mir nicht, das Muster gefällt mir nicht und, und. Macht nichts. Uns gefällt es irre gut. Und wir freuen uns, wenn es anderen auch gefällt, aber muss es halt nicht. Dann kommt noch dazu, was wollte ich noch kurz erklären? Ja, die Farben. Die Farben, vorher hatten wir ja so ein leichtes Anthrazit mit Weiß drauf. Ich blende vorher Weiß nachher ein. Mit dem Weiß, das hat uns schon immer gestört, weil es sehr, sehr schnell schmutzig wurde. Da haben wir uns jetzt natürlich eine neue Farbe einfallen lassen und da sind wir Richtung Bürstner gegangen. Ja. In der Zwischenzeit sind wir ja sogar stolz auf dieses Fahrzeug. Wir haben so viel Mist von Neufahrzeugen gelesen und gehört. Wir freuen uns über die Qualität unseres Fahrzeugs. Der ist noch wirklich gut. Ja, dann kommen wir so langsam mal zu unserem Wohnmobil, wie es denn jetzt aussieht. Wir blenden euch das mal so Schritt für Schritt ein, wie kleine Puzzleteile. Und Thomas will es spannend machen. Ja, ich muss auch dazu sagen, nachdem wir diese Aufnahme machen, müssen wir ja nochmal irgendwo auf den Rastplatz fahren, wo ich das Wohnmobil komplett aufnehmen kann. Ich kann mich hier nicht weit genug vom Wohnmobil entfernen, um mal ein komplettes Foto zu machen, wo das komplette Foliendesign dann zu sehen ist. Ich komme einfach hier nicht weit genug weg. Hier ist diese schicke Pergola. Das ist mal ein ehemaliger Container gewesen. Das ist irre, ne? Das ist wahnsinnig schön. Hier können die Kunden verweilen. Chill Lounge, genau. Hier können die Kunden verweilen, hier können die Kunden warten. Und richtig klasse gemacht hier. Und unterwegs mache ich dann nochmal Fotos, wo ihr das Wohnmobil komplett seht. Und dann natürlich in vielen Einzelteilen. Viel Spaß mit diesem Video. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag, den 13. Juli 2023. Und heute gibt es die neue Folierung. Heute und morgen. Aber heute werden wir auf jeden Fall damit anfangen. Und ach, wir freuen uns schon total. Schaut euch mal den Himmel an. Die letzten Schleierwolken verziehen sich gerade. Wird wieder richtig schön warm heute. Und deswegen hat der Andi gesagt, können wir das hier ohne Probleme vor der Halle machen. Das ist natürlich für die Lichtverhältnisse und sowas alles noch viel besser. Ja, dann schauen wir mal, wie das heute aussieht. Wie es am Anfang aussieht und wie es am Ende aussieht, wenn eine Seite komplett fertig ist. Wir lassen ja eigentlich vier Seiten machen. Guten Morgen, Hase. Morgen. Gut geschlafen? War auch schön kühl im Wohnmobil. Zu kurz. Ja. Für dich ist immer zu kurz. Ja. Heute wird es foliert. Ja. Die Durchsprache gestern war schon sehr, sehr vielversprechend für uns, ne? Ja. Absolut. Super. Ja, hier die Front sozusagen vom Kühlergrill ist nur mit vier Schrauben befestigt. So, die gesamte Front, das waren fünf Schrauben. In der Mitte ist noch der Winkel. Und wenn man jetzt hier die Kreuzschrauben löst, bekommt man auch die Tagfahrlichter nach hinten raus und kann die dann entnehmen und somit kann das Ganze viel besser foliert werden. So, ich kann und darf hier immer ein bisschen helfen, das gefällt mir gut, sonst stehe ich ja nur dumm rum. Danke. Und meine Frau macht schön ihr Hobby, ihre Handarbeiten und wird die Lampen natürlich gleich ein bisschen putzen und die gesamte Front, damit die nachher vernünftig
poliert werden kann. Wir müssen erstmal fragen, ob wir da ran dürfen mit dem Putzmittel oder ob er da sowieso mit irgendwas rangeht, um das so vorzubereiten, ne? Ja, jetzt wirft der Baum hier ordentlich Schatten drauf, aber inzwischen ist unser Wohnmobil auch sternefrei. Nichts mehr 5 Sterne. Wir sind weg von den Sternen. Warum, wieso, weshalb? Im Laufe dieses Videos. Und ja, da wir natürlich so einiges machen lassen, was wahrscheinlich überraschungsmäßig wird, müssen wir jetzt erstmal die Haube richtig sauber machen. Müssen wir nicht, das würde Andi auch machen, aber wir stehen hier sowieso erstmal dumm rum und von daher können wir das schon machen. So, und dann nehmen wir natürlich das Spray vom Olaf, muss ich echt sagen. Super gut. So, jetzt gucken wir mal da, wo schon gewischt wurde. Ja. Oh, da kann ich mich drin spiegeln. Hase, das ist ja klasse, wie sauber du das kriegst. Aber nicht, dass du jetzt auf die Idee kommst, dass ich immer das Auto putzen muss, ne? Ey, du kannst das besser als ich. Doch, aha. Das stelle ich gerade fest. Ja, das habe ich mir weit gedacht. Dass so, jetzt werden die roten Folien schon mal geplottert. Schaut euch mal das geile Rot an. Wird nachher am Wohnmobil natürlich noch viel besser aussehen. In der Minute wo ich dieses Video hier bringe. Jetzt hätte ich es beinahe verpasst zu filmen. Die erste neue Folie auf unserem Wohnmobil. Die Lampen braucht kein Mensch, die werden zugeklebt. Das zweite Stück Folie, nein, eigentlich das dritte. Die beiden Rücklichter haben wir schon fertig. Und jetzt kommt unser silberner Streifen weg, der schon einige Macken hatte im Lack und der uns eigentlich nie so richtig gefiel. Und ihr werdet mal sehen, wie das am Ende aussieht. Und dieses Rot ist ja wohl echt der Hammer. Das ist Metallicrot. Das muss man in der Sonne sehen. So, dann mach das nicht. Ja, das ist auch. Ich weiß im Moment nicht, wie das leider noch wieder herkommt. Ja, hier handelt es sich natürlich um vernünftige 3M Profifolie. Das ist alles nur vom Feinsten. Ja, das ist somit die wichtigste Arbeit, das Vorreinigen. Dieser Lack hier, der muss natürlich richtig schön sauber sein, möglichst kaum Staub drauf sein und so. Obwohl, ihr werdet sehen, die Folie, die wir bekommen, die ist so dick, die würde sogar ein bisschen Staub verzeihen. Ja, schaut mal, wie gefällt euch das? Grün passt doch gut auf das Gold, oder? Das ist natürlich nur zum Maß nehmen. So, wie man jetzt sieht, unsere neue Folierung wird weiß. Mach mal schnell nochmal Fotos von den Beinen. Schaut mal. Jetzt wird das Fenster erstmal aufgezeichnet. Ja, ist für uns auch alles neu. Wie das funktioniert, in welcher Reihenfolge das funktioniert, ist irgendwie auch total spannend. Ja, ich kann jetzt auch nicht groß was dazu sagen, ich kann jetzt selbst nur staunen. Gerade bei so ganz großen Teilen, wie das gemacht wird.
unten drunter durch, ja, warte. Weiter, weiter. Stopp. Ja, wie ihr seht, das erste große Teil ist drauf. Das dürfte auch fast das größte pro Seite sein. Und die beiden Fenster sind auch schon ausgeschnitten. Beziehungsweise Fenster und Tür. Ganz am Anfang haben wir euch ja mal ein komplettes Foto gezeigt. Und hier sieht man dann nochmal, wir haben uns für schwarzes Carbon entschieden. Wobei schwarz, wenn man Carbon richtig anschaut, sieht es ja immer schwarz aus, schwarz-silber aus. Hammer, hammermäßig. Definitiv eine Arbeit, die ich im Leben nicht machen könnte. So eine ruhige Hand habe ich auch nicht. Ja, ich habe gerade zu meinem Schatz gesagt, spätestens bei diesen vielen Sicken und Rundungen und so, da wäre ich raus. Einfach eine gerade viereckige Fläche von einem halben Quadratmeter würde ich mich auch noch zutrauen. Ja, die würde ich mir auch noch zutrauen. Das kann jeder. Aber das ist dann hier eine Arbeit für Profis. Ja, wird das Fenster von der Tür wieder zugeklebt. Rausschauen wird beim Wohnmobilfahren sowieso überbewertet. Das sieht fast aus, als wenn eine ganze Teppichrolle dran geklebt wird. Ne? So, das ist Seite Nummer 2. Fahrerseite wird jetzt gemacht. Vorne ist schon, wie gesagt, ein großes Teil dran. Jetzt kommt das zweite Teil. Und dann geht es weiter mit den roten Streifen. Andere Seite schon fertig, gefällt uns super gut. Ja, testweise lassen wir auch auf dieser Seite mal den grünen Streifen raufkleben. Möchtest du ja unbedingt noch mal sehen, ne, mein Schatz? Ah, ja. Was ihr hier seht, dieses hier, nennt sich Knifeless, also messerlos Tape, Knifeless Tape. Da ist ein ganz, ganz feiner, ist das Draht? Nein, kein Draht. So Nylon oder so, ja? Da ist ein ganz, ganz feines Band drin. Und die Folie, die hier drüber geklebt wird, kann dann mit dem Nylonband geschnitten werden. Echt eine Hammererfindung. Ja, so funktioniert das. Echt geil. Ja,
So, jetzt kommt der zweite rote Streifen, der vorne beginnt und hinten auf den mittleren großen Streifen trifft. Ich denke mal, das ist so eine kleine sportliche Note. So, heute beginnt Tag Nummer 3. Nein, eigentlich Tag Nummer 2. Wir haben 2 Tage Termin. Aber da wir ja am Mittwoch schon recht früh hier waren, früh Nachmittag, konnte der Andreas hier ordentlich vorarbeiten und schon einiges am Computer fertig machen, nachdem er Maß genommen hatte und sowas. Das war prima. Ja, jetzt sieht man natürlich vorne Kühlergrill ausgebaut. Lasst euch überraschen. Der wird auch noch bearbeitet. Mein Schatz macht sich fertig. Und heute geht es zum Abschluss. Heute wird er fertig. Heute können wir weiterfahren. Ich kann es nur wiederholen. Absolut top geworden. Genauso wie wir das wollten. Ja, und wenn man hier so die gesamte Folierung anschaut, an das ein oder andere mussten wir uns natürlich halten. Da wären sonst immer die Stellen der alten Folierung hervorgetreten. Die hätte man immer sofort gesehen und das hätte uns natürlich überhaupt nicht gefallen. Und deswegen mussten wir also die untere Linie einhalten, die hintere Linie. Die alte Folierung hörte ungefähr hier auf und ging hier hoch. Also diese Linie hier mussten wir einhalten, sonst hätte man das für immer und ewig gesehen. Das gefiel uns natürlich überhaupt nicht, also musste das komplett überklebt werden. Das Weiß war immer dreckig, das gefiel uns auch nicht. Da haben wir den roten Streifen genommen. Erstmal sieht der sportlicher aus, zweitens ist die Farbe vom Bürstner rot. Passt natürlich super gut zum Markenemblem, passt auch zu einem modernen Elegance. Die neueren sind alle mit rot beklebt. Die Verlängerung, sage ich mal, von hier, früher hörte der Streifen hier oben auf, nach hinten. Und dass der zweite Streifen nicht mehr zwischen den dunklen Folierungen, sondern darüber verläuft und auf den ersten geschwungenen Streifen trifft. Das war so eine Idee von mir. Gefiel Rita auch sofort. Und ja, das wurde hier natürlich dann auch verwirklicht. Gut, und den Rest zeige ich und erkläre ich euch noch, wenn alles fertig ist. Weil da kommt ja noch ein bisschen was drauf, heute am zweiten Termintag. Und da ist noch so einiges Kleines, was wir uns so ausgedacht haben, was uns sehr gut gefällt. Wie gesagt, das Wichtigste ist ja sowieso immer, uns muss es gefallen. Wir freuen uns, wenn es anderen auch gefällt. Aber das ist natürlich auch dolle Geschmackssache. Und da werden wir jetzt mal schauen, was da heute noch so passiert. Feinste Detailarbeiten. Ja. Und jetzt hat die Aktion Kühlergrill begonnen. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man das im Licht richtig sieht, aber ich finde das so geil. Dieses helle Anthrazit passt einfach nicht mehr zu unserem Wohnmobil. Weder zu Gold noch zu irgendwas anderem. Naja, das heißt nicht Gold, wir haben ja opalfarbenes Wohnmobil. Das gefiel uns noch nie. Darüber hat die Haube ja einen silbernen Abschluss. Gefällt uns auch nicht. Haben wir auch umfolieren lassen. Und jetzt wird dieser ganze Kühlergrill hier komplett foliert. Schon diese paar Quadratzentimeter hier gefallen mir super gut. Geil, absolut geil. Folieren, ne? Das war manchmal so den Anfang, finde. So, jetzt geht's los. Die große Aktion. Jetzt kommt der Hammer. Der Kühlergrill wird komplett foliert. Also diese Sicken von den Lampen nach innen sind ja schon lackiert. Weiter nach vorne. Nach vorne. Die Geräusche, die wir im Hintergrund haben,
Das ist der Plotter, der da oben läuft. Du musst noch ein bisschen rüber. So? Ja. Okay? Okay. Ich halte hier am Fahrrad. Ja, jetzt zieh dran. Guck mal, ob bei mir fahrt. Normalerweise ja. Bei mir. Ja, sowas ist somit das Komplizierteste, was man machen kann mit diesen vielen Kurven und Sicken da drin. Das ist halt 3D-Folierung und nicht auf eine große Fläche drauf. Noch verschwindet der Kühlergrill unter einer riesengroßen schwarzen Folie. Und dann kommen nach und nach die Konturen wieder zum Vorschein. Hammer mal direkt dabei zu sein, wenn sowas gemacht wird. Ja, jetzt ist unser Kühlergrill unter einer großen schwarzen Folie verschwunden. Aber es ist schon stark mal dabei zu sein, wenn so ein 3D-Teil hier mal foliert wird. Ganz was anderes wie eine große Fläche, die foliert wird. Das ist meiner Meinung nach schon richtig was für Könner. Ja, schaut mal hier. 3D-Folieren, das ist wirklich was für die Profis. Das ist schon was anderes wie eine Fläche folieren. Schneiden direkt am Fahrzeug und 3D-Folierung. Das ist echt was für Profis, muss ich echt sagen. Ja, es schreitet voran. Aus diesen Löchern guckt nachher das Licht raus. Aber hier die ganzen Konturen schon und sowas. Das ist die Kanten und sowas sind mit Primer vorher bearbeitet, damit das noch besser hält. Ah, das ist schon echtes Können. Wahnsinn. Ja. Ja, wenn ich das selbst getestet hätte, hätte ich mir wahrscheinlich gleich eine 300 Meter Rolle kaufen müssen. Super, das wird so geil. Ich freue mich jetzt schon. Und eben waren zwei andere Kunden hier mit ihrem Hobby Optima und die haben uns gleich bestätigt, das individuelle Design und jetzt mit den schwarzen Felgen und dem schwarzen Carbon gefällt ihnen auch. Haben gleich gesagt, super. Aber die beiden haben auch ein Hobby Optima. Schickes Fahrzeug, tolles Design, Außendesign, muss man sagen. Ja, schaut mal, eben gerade war alles schön in diesen Metallic schwarz beklebt und jetzt kommt unser Silber wieder hervor. Warum? Seht ihr in den folgenden Minuten. Tja, was das wird, das fragt ihr euch, ne? Entschuldigt, aber wir uns auch. Ich mich auch. Du dich auch, ne, Andreas? Andreas fragt sich auch, was ich sage gerade. Jetzt fragt man sich, was das werden soll. Das fragen wir uns auch. Andreas sagt, er sich auch. Und kommen an den ganzen nahen neuen Carbon-Wagen. Das sind die Löcher, wo die Lampen reinkommen. Und hier drüben ist der Andreas soweit und hat sich schon herausgearbeitet. Kommt an diesen Tabak, wo man guckt, da haben sie das Wort Tabak draufgeklebt mit lauter
Jetzt fällt so langsam die Restfolie runter. Mal arbeitet, wenn es ein bisschen. Die übrig gebliebene Folie. Hier kommt wieder dieses Klebeband mit dem Nylonband rein, mit dem die aufgeklebte Folie nachher wieder geschnitten werden kann. Ich kann mich nur wiederholen, aber echt eine geile Erfindung. So, und jetzt geht's weiter mit dem Kühlergrill, mit etwas, was ich gar nicht kannte. Aber okay, ich habe mich mit dem Bereich auch noch gar nicht so richtig beschäftigt vorher. Und zwar werden jetzt Einlagen reingestaltet. In die vorhandene Schwarz-Metallic-Folie kommen jetzt Einlagen in Carbon rein. Somit findet sich das Carbon und das Rot von den Seiten auch vorne in der Front wieder. Und wenn das fertig ist, denken wir über das Heck nach. Das ist hier alles Millimeterarbeit. Ist der Bus das allerhöchste, was es gibt? Ja. Zum Beispiel muss ich 580 Liter Diesel. Ja. Ja, und ich habe 650 Liter Wasser. Das ist schon Tonne. Naja, klar. Auf die Kanten, auf die Enden der Folie, da wo die Lampen nachher rausgucken, kommt jetzt nochmal Primer drauf, damit die Folie sich dort nicht löst. Nachteil von Kanten bei GFK, die sind ja nicht glatt und die ziehen dort auch Feuchtigkeit. Also wird das schön mit Primer so behandelt, dass die Folie sich da nicht mehr lösen kann. Ja, wir haben hier viel gelernt, ne? Ja. Ne, ich sag mal nicht gelernt, wir haben uns viel zusätzliches Wissen angeeignet, das ist schön. Jetzt werden nochmal komplett alle Kanten auch mit dem Primer bearbeitet. Das nicht, dann haben wir geglaubt, wenn wir zu kritisch sind. Machen. So, jetzt kommt unser beleuchtetes Markenlogo wieder drauf. Auf einen noch viel schöneren Kühlergrill. Was ist noch viel schöneren? Vorher war irgendwie nicht schön, nach unserem Geschmack. Jetzt ist er schön. Super. So, Steffi, einbauen bitte. Super. Das baue ich jetzt auch ganz vorsichtig erstmal die Lampen ein. Gucken wir erstmal, dass wir den irgendwie auf den Decken legen oder so. Genau, haben wir schon da hingelegt. Ach, okay. Ach, wir haben ja, da schon Styroporplatten hingelegt und eine Decke drauf. Da baue ich jetzt erstmal die. Genau, da baue ich jetzt nämlich erstmal die Tagverleuchten ein und dann wird da vorne wieder eingebaut. So, Leute, liebe Zuschauer, schaut jetzt mal die Front an. Das Geilste ist, ich habe gerade den Kühlergrill hier mit Rita zusammen angebaut und sie war total begeistert. Oh, das sieht ja geil aus, sagt sie. Komplett anderes Bild. Viel moderner, schicker und sportlicher. Wie gesagt, unsere Meinung. Jeder hat einen anderen Geschmack und ihr dürft das auch anders sehen. Aber uns gefällt das so, weil wir es auch so haben wollten und so vorgestellt haben. Wohl mit dem Carbon. Ich habe nur gedacht, vorne die Kühlergrillverkleidung wird hier schwarz gemacht. Aber dass der Andreas natürlich sogar sich die Mühe macht und hier die Carbon-Einlagen einarbeitet. Richtig geil, richtig geil. Und das Ganze ist nicht einfach nur schwarz. In der Sonne ist das sichtbar. Habe ich, glaube ich, vorhin schon einmal gezeigt. Das ist schwarz-metallic. Super toll geworden.
Jetzt kommt auch ins Heck noch eine sportliche Note. Schaut mal, dieser untere Diffusor ist jetzt auch rot. Somit haben wir das, was wir vorne haben, den roten Querbalken hinten nochmal wiederholt. Super gut. So, schaut mal, jetzt kommt so mit das Wichtigste überhaupt drauf. Und zwar die Modellbezeichnung, die wir ein bisschen verändert haben. Erkläre ich noch. Und wir machen aus unserem Wohnmobil jetzt ein Sondermodell. Bei VW gibt es immer so Sondermodelle, Europe und weiß ich, Party. Und wir machen uns jetzt ein Sondermodell. Werdet ihr gleich sehen, ja, wie das heißt. Ich werde mich da auch nicht mit dieser Idee schmücken. Die hatte Wolfgang Horsch. Okay. Habe ich ganz am Anfang, haben wir das schon gesagt. Und die ist uns sofort im Ohr geblieben. Die haben wir gleich aufgeschrieben. Und die fanden wir so geil. Und dann haben wir das kleine Logo dazu gesucht. Und jetzt kann man schon erkennen. Nein, ich stoppe jetzt, damit man das nachher komplett sieht. Bis gleich. So, das ist sozusagen die Taufe von unserem Elegance i920G. Ganz einfach, weil er 9,20 Meter lang ist. Und das Sondermodell Diamond Line R. Man kann natürlich auch Line R lesen, aber das R steht für Linie, R für Red. Rote Linie, die haben wir jetzt ja überall drauf. Und die Idee fanden wir richtig gut. Diamond Line von Wolfgang, danke Wolfgang, und das R für Rita, nein, für Red. Es ist einfach ein kleines Wortspiel, Liner, Diamond Liner, super gut umgesetzt, ganz, ganz klasse geworden. Schaut euch hier diese Diamanten an, die so ähnlich wie, ja, 3D-mäßig sind. Jetzt spiegel ich mich dazu dolle, spiegelt sich das. Schaut mal, die kommen rüber wie 3D, so sind die gedruckt. Alles genau so geworden, wie wir uns das gewünscht haben, ne, mein Schatz? Ja. Eigentlich sogar noch schöner, ne? Der rote Spoiler da unten. Und vorne, habt ihr eben schon gesehen, und die Seiten. Es ist der Hammer. Wir sind super, super glücklich. So, der Andreas hat uns vorne noch eine Überraschung raufgeklebt. Die wollen wir uns jetzt anschauen. Ja, meine Frau macht schon Daumen hoch. Da, 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 da. Super, guck dir das mal an. Das ist cool. Besser als jeder Mercedes-Stern. Oder? Ja. Definitiv. Super gut. Cool, ne? Ja, absolut. Die Front ist sowieso schön geworden jetzt. Absolut, die Front ist so schön geworden. Fällst du bei mir? Ja. Guck mal kurz zurück hier weiter. Geil. Und die letzte Seite, Modellbezeichnung und Bezeichnung des Sondermodells, des individuellen Sondermodells. Ja, und da wir uns kurz vor Abfahrt hier noch eine vernünftige neue Außenbeleuchtung gekauft haben, die sogenannte Vorzeltleuchte, unsere waren auf Höhe der LEDs, war unsere gebrochen. Und ja, was Bürstner dafür haben will, naja. So, dann haben wir eine gekauft im Internet. Die ist doppelt so breit, die ist doppelt so hell und die könnte man sogar einzeln schalten, die Hälfte der LEDs oder eben alle LEDs. Da die weiß ist, haben wir den Andreas gebeten, er möchte uns auch diese Lampe verkleiden. Da oben der rote Strich lang geht, haben wir uns entschieden. Wir möchten die Verkleidung der Lampe in Rot haben. Das ist übrigens der Heißwasserboiler,
der demnächst in Andreas seinem Bus verbaut wird. Dieses kleine Boilerchen. Alles gut. Diese kleine Lampe, so viel Fummelei. Aber die wird natürlich auch nicht einzeln foliert. Da braucht ihr nicht extra herfahren, um eure Lampe folieren zu lassen. Die wird nur im Zuge einer Neufolierung des Wohnmobils mitfoliert. Naja, Spaß muss sein. Und jetzt zum krönenden Abschluss ist auch diese Lampenverkleidung drauf. Wie gewünscht, wir haben uns lange überlegt, aber in dunkel oder in schwarz geht nicht. Das hätte ausgesehen, als wenn in der Carbonfolie sozusagen eine Beule nach oben geht. Dann haben wir überlegt, Gold, genau das gleiche Gold oder Opal hätten wir nicht finden können. Also haben wir es rot gemacht. Und mein Schatz, was sagst du? Cool. Richtig gut, ne? Ja. Absolut. Schön stimmig alles. Ganz, ganz klasse geworden. Andreas, vielen, vielen Dank. Du hast alle unsere Wünsche erfüllt. Top Arbeit. Muss ich mich ordentlich hinsetzen. Top Arbeit, super. Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht an dem Auto. Ja, ne? Ich sagen. Ja. Und ich wünsche euch viel Freude mit dem Fahrzeug weiterhin. Ja, danke. Wir können gerne wieder vorbeikommen, aber nicht wegen der Reklamation. Gut. Prima. Okay, dann nehmen wir das auch gleich als Abschluss für dieses Video, ne? Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ja, das ist Andreas sein Service. Er kommt vor Ort, fährt extra von seiner Firma wieder bis hierher. Okay, sind nur 25 Kilometer, Glück gehabt. Aber schon ist der Fehler ausgemerzt. Und das noch vom Profi selbst und nicht von uns Laien. Andreas, vielen, vielen Dank. Nichts zu danken. Ja, hier nochmal richtig klar zu sehen, also rot metallic, auch ohne Sonne sieht es sehr gut aus, in der Sonne leuchtet und blinkt das noch so ein bisschen und halt das Carbon. Wie gesagt, auch wenn ich mich wiederhole, alles 3M Folien und hier auf den großen Flächen sieht das natürlich richtig gut aus. Und dann wiederholt sich das Carbon. Hier hinten nochmal, ich muss auch nochmal dazu sagen, manches haben wir einfach bekleben lassen, weil sich ganz kleine feine Haarrisse in der GFK-Haut gebildet hatten. Hier drunter zum Beispiel. Die Risse gehen dadurch nicht weg, aber sie sind so nicht sichtbar. Und wenn die irgendwann größer werden, sehen wir es. Und dann können wir immer noch was gegen unternehmen. So, und hier unten waren wir lange am Überlegen, Carbon oder Rot. Aber dieses Rot fanden wir einfach. Sieht irgendwie ein bisschen sportlicher aus. Und dann haben wir Rot genommen. Da ist nicht nur das Metallic Rot drauf, sondern da ist noch eine Steinschlagschutzfolie drüber. Und das sieht man vielleicht ganz in der Mitte so. Hier ist so eine Kante. Hier so eine Kante und hier eine Kante. Da ist nochmal so eine richtig schön, wenn wir hier mal gegenkommen mit der Deichsel, dass das nicht sofort einreißt.